Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Wir werden heute die Südhof-Quests machen und ich bin schon ganz gespannt, wie die Fohlen-Rettung wird und wie das aufbauen wird. Und ach ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Und da stehen wir auch schon bei Hugh. Ja, da werden wir mal die Quest annehmen. Oh, ich bin gespannt, was wir machen müssen und wie lange das dauert. Und oh ja, ich freue mich riesig. Ich finde es auch bis jetzt sehr, sehr schön, wie hier so generell Südhof ist. Und es wäre toll, wenn da noch mehr dazukommt und hier so richtig so eine tolle ländliche Metropole draus wird, wenn man das überhaupt so nennen kann. Okay, Hugh, dann sag mal Bescheid. Ich kann den Namen übrigens, glaube ich, nicht richtig aussprechen. Hugh? 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 Wahrscheinlich eher. Naja, egal, wie dem auch sei. Hallo! Das ist also Südhof. Das Meer, der Wind, die Pferde. Schwesterchen, meine ich natürlich, hat recht. Hier könnte ein Mensch seinen Frieden finden. Wo sind bloß meine Manieren? Major Hook. Hook. Hugh. Hugh. Ich kann den Namen einfach nicht aussprechen. Ich weiß auch nicht. Major Hugh Shepard. Sanitätsgruppe des Militärs im Ruhestand. Melde mich zum... was eben als nächstes ansteht. Mein ganzes Leben lang habe ich nur das Militär gekannt. Ich habe Feldlazarette eingerichtet, Leben gerettet. Mein Leben hatte einen Sinn, verstehst du? Nach meiner Kriegsverletzung bereitete mir die Armee eine ehrenvolle Entlassung. Ich enthielt eine Truhe randvoll mit Medaillen und dieses glänzende neue Bein. Was? Ach, tatsächlich, der hat ein Bein. Tatsächlich, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay. Aber in meinem Kopf war nicht mehr alles in Ordnung. Ein Arzt sagte mir, ich solle mich auf eine Pferderanch begeben, die sich auf therapeutisches Reiten spezialisiert. Ich kann ohne Übertreibung behaupten, dass mir diese Erfahrung das Leben gerettet hat. Ich habe mein Leben wieder in den Griff bekommen und außerdem Tiermedizin studiert. Nun war ich wieder bereit, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Dann hat mir meine Schwester erzählt, dass es hier in Südhof eine verlassene Pferderanch gibt und plötzlich wusste ich genau, was ich tun musste. Ich werde eine neue Art von Ranch aufbauen. Eine Rettungsranch! Ein Ort, an dem man Pferde und Menschen heilen kann. Außerdem habe ich eine Nichte, die ich noch niemals zuvor getroffen habe. Es ist ein Mädchen namens Madison. Das war ja wieder mega klar, dass es Madison ist. Vielleicht hast du schon einmal von ihr gehört. Es geht so. Ja, ganz oft. Okay. Wow, es gibt 50 XP. Das ist natürlich echt krass. Oh, die Alicia sehe ich hier und die Stina. Hallo. Guten Tag. Und wen haben wir da noch? Diana Pixieclaw. Fühlt euch mal herzlich gegrüßt, Mädels. Ich mache leider gerade meine Folge und kann deswegen nicht zurückschreiben. Aber hallo. Du kennst sie? Dann kennst du bestimmt auch meine Schwester Holly. Dieser Ort ist wirklich witzig. Ich wette, es dauert nicht mehr lange, bis ich hier alle kennengelernt habe. Ja, das glaube ich auch. Boah, 50 XP. Holly sollte jeden Augenblick mit dem Rest der Familie hier sein. Ich schätze, damit ist es auch meine Familie. Ich bin ein wenig nervös, weil ich so viele neue Gesichter auf einmal treffe. Du scheinst ja schon alle zu kennen. Vielleicht kannst du auch hier bleiben, bis ich alles verarbeitet habe. Boah, 150 XP. Also da gibt es ja richtig viel XP für beide. Krass. Da kommen sie ja schon alle. Alle angetanzt. Ist das... Hugh, ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dich gesund und munter wiederzusehen. Nun ja, zumindest das meiste von mir. Wow, es ist wahr, du bist wirklich ein Cyborg. Madison, sei dein Onkel gegenüber nicht so respektlos. Sie hat doch recht. Es macht mir nichts aus. Ich liebe mein neues Bein. Damit kann ich mich wie früher bewegen. Und nun muss ich mir niemals wieder Sorgen machen, dass ich mir meinen Zeh anstoße. Bekomme ich auch Roboterbeine, Papa? Bitte, bitte, bitte. Wir werden sehen, Madison. Vielen Dank für deine Hilfe, Major Shepard. Nenn mich Hugh. Wir sind jetzt eine Familie. Das sind mein Vater Jonas und meine Mutter Sigrid. Holly sagte, dass du die kaputte Hufeisenranch wieder auf Vordermann bringen willst. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass sich jemand um diesen Ort kümmern möchte. Vor allem, wenn es jemand aus der Familie ist. Ich dachte schon, wir müssen sie an einen Verbrecher, Herr Campbell, verkaufen. Oh, willst du ein Gestüt eröffnen, Hugh?
Nein, davon gibt es in Jovik schon eine Menge. Ich möchte einen Ort aufbauen, an dem sich Pferde und Menschen erholen können. Dort sollen Körper und Seele heilen. Ich möchte eine tierärztliche Betreuung und Therapien anbieten. Ich will jedem Pferd und den Menschen, die die Tiere lieben, eine Chance auf ein glückliches Leben geben. Ich nenne diesen Ort die Rettungsranch. Das ist ein wundervoller Traum. Du kannst dich darauf verlassen, dass wir dir helfen, so gut wir können. Onkel Hugh, magst du Eiscreme? Ob ich Eiscreme mag? Madison. Wenn es nach mir ginge, würde ich nichts anderes essen. Wow, Mama, gehen wir mit Onkel Hugh zu Leonardo? Bitte. Dort gibt es die beste Eiscreme der ganzen Welt. Wahrscheinlich sogar im ganzen Sonnensystem. Wir sollten deinen Onkel ein wenig Zeit lassen, damit er sich eingewöhnen kann. Wir werden Hugh noch oft treffen, da wir jetzt Nachbarn sind. Mama? Was? Weißt du, das passt zu dir, Schwesterchen. Ich liebe dich, Hugh. Willkommen zurück in Jovik. Ah, wie schön. Irgendwie voll niedlich. Familie wieder vereint. Sehr schön. Oh. Super, super süß. Sie sind offenbar nett. Wirklich nett. 150 XP, ich glaub's ja nicht. Ich dachte, wir verschaffen mir einen Überblick über die alte kaputte Hufeisen-Ranch. Dann werde ich sehen, was alles getan werden muss. Kommst du mit? Begleite ich Hugh auf einer Runde durch die Ranch. Na klar, warum nicht? Und das war's. Da haben wir die Runde. Südhof. Ist halt echt irgendwie schön, oder? Irgendwie schon. Auch wenn jetzt noch nicht so wirklich viel hier steht, aber trotzdem. Dies ist das Haupthaus der Ranch. Ich habe mir heute Morgen die Freiheit genommen, meine Sachen hineinzutragen. Überall liegt fingerdick Staub und das Dach hält wahrscheinlich keinen Regenschauer stand. Aber ich möchte dort unbedingt mein Zuhause einrichten. Kann ich verstehen, würde ich auch machen. Das wird der Stall. Denke ich mal. Ein schöner, großer Lagerschuppen. Viel Platz für Vorräte. Ich habe hier eine Aufgabentafel aufgestellt, damit wir den Überblick darüber behalten, was noch zu tun ist. Okay, doch kein Stall. Das wird der Stall? Eine der Pflegestationen zum Waschen und Pflegen der Tiere. Mit dem Rohrleitung stimmt etwas nicht. Aber wir haben bald alles repariert. Diese Koppel hat schon bessere Tage gesehen. Das Tor ist kaputt. Und diese ganzen Steine werden die Sehnen der Pferde ziemlich beanspruchen. Oh ja, das ist wirklich eine ganz schöne Baustelle. Oh, da kann man hochreiten, das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Wenn es dann mal fertig ist. Ah, das sind die Südhofställe. Das Herz jeder Ranch, der Stall. Da ist viel Arbeit nötig, aber wenn wir fertig sind, ist es sicherlich eine wahre Pracht. Yay! Vielen Dank, dass du mich begleitest, Mandy. Ich werde die Hilfe der gesamten Stadt brauchen, damit ich die Rettungsranch verwirklichen kann. Aber mit deiner Hilfe können wir beginnen. Was meinst du? Wirst du mir helfen, diesen verrückten Traum in die Tat umzusetzen? Natürlich, wenn ich da weiterhin so viel XP bekomme. Erinnerst du dich an die Aufgabentafel, die ich dir während der Runde der Ranch gezeigt habe? Da drüben beim Versorgungsschuppen. Ich habe eine Liste der wichtigsten Aufgaben zusammengestellt. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht sofort mit der Arbeit beginnen sollten. Boah, voll cool. Ich bin echt so XP-mäßig total begeistert, muss ich sagen. So viel XP habe ich jetzt nicht erwartet. Okay, auf zur Aufgabentafel. Mal gucken. Hier ist so viel los, ist unglaublich. Südhof sonst immer echt total ausgestorben und jetzt so viele Leute hier. Das ist die Aufgabentafel der Rettungsranch. Hier siehst du alle Aufgaben, die für den erneuten Aufbau der Restaurierung der Ranch verfügbar sind. Du musst hier alle Aufgaben erledigen, bevor die Geschichte weitergehen kann. Ah, okay. So, Bürststation. Wie mache ich das denn jetzt? Und muss ich alles erstmal anklicken? Wir klicken einfach alles mal an. So, Pflegestation Phase 1, Waschstation Phase 1, Koppelpatrouille. Okay. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Pflegestation. Ich glaube, ich gehe erstmal hier jetzt hin und dann gucken wir hier mal, was hier so los ist.
Für diese Aktion musst du erst absteigen. Oh, das geht sogar automatisch, das mit den Absteigen. Das ist natürlich cool. Bauen und hämmern, bauen und hämmern. Wir sind echt so multi-mega-tasking-fähig. Wir können ein Haus bauen. Das ist unglaublich. Wow. Oh, wie schön. Habe ich aber gut hingekriegt in so kurzer Zeit. Cool. Also das hätten wir schon mal. Das sieht echt gut aus. Kann man da so reingehen? Ja, da kann man reingehen. Ach, cool. Ach, das gefällt mir wirklich. Das ist sehr, sehr schön. Okay, das hätten wir. Dann machen wir den Zaun nochmal heile. Der sollte ja auch ratzi-fatzi gehen. Na, guck mal, Chiara hilft mir dabei. Sehr schön, dann kann das ja nur was werden. Und die Steine einfach mal unrate wegräumen. Das ist aber wirklich sehr, sehr einfach gemacht, ne? Muss man schon sagen. Aber manchmal finde ich einfach auch ganz gut, als wie, ja, besorge erst dies und dies bei den und den und da musst du dann auch erstmal eine komplizierte Quest machen, bis du denn überhaupt das Zeug bekommst, was du bringen sollst und sowas. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist übersichtlich, kann man sehr schön machen. Das gefällt mir. Und ein bisschen Einfachkeit ist immer schön. Kann ich das Interface verbergen und bleibt es dann auch verborgen? Mal gucken. Unrat wegräumen. Nee, das kommt wieder das Interface. Dann kann ich es auch gleich anlassen. Kein Problem. Wie haben euch denn die Quests überhaupt gefallen? Ich denke, viele, die jetzt schauen, die haben es schon alles erledigt. Hat euch das gefallen oder sagt ihr, nee, ich hätte lieber eine andere Quest gehabt oder ich hätte das lieber auf andere Weise erledigt? Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Das würde mich auch mega interessieren. Ich finde es irgendwie sehr schön, mal ein bisschen einfach, wo man wirklich alles nur bauen muss und nicht irgendwie an super viele Orte hinlaufen muss. Finde ich eigentlich ganz cool. Muss ich da oben hin? Sie sieht so aus, als ob sie dort auch am Werkeln ist. Kann ich hier auch am Werkeln sein? Nee, noch nicht. Okay. Wow. Sehr schön. Ja, ja. Mal gucken, wann stoppe ich denn? Oh, es geht einmal raus. Okay. Wow, das scheint eine Rutsche zu sein. Sehr cool. Yay, Bug-Alarm. Nicht schlecht. Gut, muss auch mal sein. Man muss auch mal die Stallrutsche ausprobiert haben. Ohne geht es nicht. Guck mal, da steht schon jemand mit einem Pferd drin. Und drei Mädels helfen hier tatkräftig weiter. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich baue noch. Und Nummer 2 ist fertig. Die Waschstation. Dann fehlt nur noch die Bürstenstation. Wo ist die denn? Ach, da. So, zack, zack. Auf geht's. Wer hilft denn da? Ach, ich kann es leider gerade nicht sehen. Moment. Die Maya hilft. Okay. Zusammen mit Maya schaffe ich das. Und die letzte Station. Die Bürststation. Schön sieht das aus. Sehr, sehr cool. Dann wieder zurück. Wo habe ich überhaupt mein Pferd abgestellt? Keine Ahnung. Ich werde es schon wieder finden später. Wir machen gute Fortschritte. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich gedacht, dass es um einiges länger dauern wird, die Rettungsranch auf Vordermann zu bringen. Aber da du ja und die anderen Freiwilligen so hart gearbeitet haben, haben wir die Hälfte schon erledigt. Schau mal auf die Aufgabentafel. Dort findest du eine Liste der Aufgaben, die als nächstes gemacht werden müssen. Okay, Herz der Ranch. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Vorher möchte ich aber noch einmal ganz schnell die Rutsche benutzen, die mich ein bisschen erschreckt hat, die aber irgendwie witzig ist. Und die wahrscheinlich nicht mehr lange da sein wird, wenn wir erstmal den Stall fertig haben. Okay, hallo Brooke. Komm doch mit. Komm mit auf die Rutsche. Hier rutscht es sich so schön. Mal gucken, ob das nochmal funktioniert. Ja. Das ist ja mal ganz witzig. Bam und komm raus. Jawohl. Geschafft. Supi. Schön. Gefällt mir gut. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber öfter mal was Neues bei Star Stable. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.